Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Wir haben beim letzten Mal eine Einführung in das Settings hier von Xenoblade Chronicles 3 bekommen. Es scheint so zu sein, dass die beiden Universen hier kollidiert sind von Xenoblade Chronicles 1 und 2. Aber im Moment erinnert alles eher vom Setting her noch an Xenoblade Chronicles 1. Im Prinzip kämpfen hier zwei Nationen um Lebensenergie und wir sind halt Teil einer Nation und haben hier gerade auch eine Schlacht hinter uns gelassen, wo wir noch per Flötenspiel auch den gegnerischen Toten noch den Weg zurückgewiesen haben, was auch immer das genau heißt. Genau, und im Prinzip haben wir immer in unserem Volk gibt es einen 10-jährigen Kampfzyklus, den man versucht zu überstehen, um dann, glaube ich, seine gewonnene Energie der Königin zurückzugeben. Und alle sind irgendwie aus der Königin geboren auch. So, das ist irgendwie der ewige Zyklus hier. Also entweder stirbt man auf dem Schlachtfeld oder übergibt sein Leben am Ende des 10-jährigen Zykluses der Königin. Ja, und die Truppen von der Schlacht sind irgendwie schon abgeflogen und haben uns nicht mitgenommen. Ich habe übrigens zwischen den beiden Parts das Spiel mal neu gestartet und in den Optionen mal die Kamerasteuerung umgestellt. Jetzt sollte das mit der Kamera ein bisschen geschmeidiger laufen. Ah, okay, diese leuchtenden Punkte hier sind Sammelobjekte, wo man einfach nur drüber laufen muss, um sie einzusammeln. Okay, cool. Doppelgenerator. Okay, man sieht schon, das sind eher mechanische Sachen. Körneplatte, obwohl es eher alles aussieht wie Haselnüsse. Das ist dann eher was Holzmäßiges, ne? Geisterholz, okay. Aber vom Icon her ist es irgendwie alles gleich. Naja, okay, begeben wir uns mal. Oh, Stufe 42. Es ist auch wieder so typisch Xenoblade, dass hier in den Startgebieten auch irgendwelche mega starken, mega großen Monster rumlaufen, denen man besser nicht über den Weg laufen will. So. Okay, man sieht schon, wenn ich Kamera schwenke, wird automatisch ein Ziel anvisiert, aber ich muss aktiv A drücken, um den Kampf zu starten. Noah, Juni, Lance, Mwamba. Aber dieser komische grünhaarige Heiler, den haben wir nicht dabei, ne? Okay, aber ich glaube, hier ist die Positionierung gerade noch relativ egal. Achso, es war wirklich nur ein Einzelkampf. Jetzt dachte, die anderen hier wären auch geaddet. Hasenfleisch haben wir bekommen. So, hierfür muss ich an der Seite stehen. Eigentlich wie meine Knopfbelegung auch ist. Ja gut. Aber die gehen ja doch relativ locker flockig von der Hand. So, man könnte sich auch eine Route anzeigen lassen, aber ich glaube, die ist hier im Moment eh noch relativ trivial. So war die Karte. Okay. Vielleicht kriegt man ja irgendwann auch noch mal eine Karte, die man sich ein bisschen kompletter angucken kann. Ich habe auch, glaube ich, gelesen, dass man irgendwie auch mal jemand anders den Kampf initiieren lassen kann. Dass man also dementsprechend auch mal den Tank irgendwann zuerst in den Kampf gehen lassen könnte. Colony Sigma were fighting frantically for their lives. Just like us. Hey, take this one down, pronto. Ist das ein besonderer? Wer hieß das? Right on! Make sparks fly, Noah! Also sie warten auf jeden Fall, bis ich angreife. Das fand ich in einigen Xenoblade-Teilen ein bisschen ungeschickt. Dass man immer selber den Kampf initiieren musste, egal ob man Tank, Heiler oder Damage Dealer quasi gespielt hat. Wachglänzender Stein. Ja, ich weiß noch nicht, also warum greifen die uns jetzt aktiv selbst an? Okay, die hängt wahrscheinlich ein bisschen vom Gegner einfach ab. Heilung mit Flächeneffekt. Junis heilender Ring ist ein grüner Bereich, der auf dem Boden verleiht. Charaktere, die sich innerhalb des Bereichs finden, regenerieren langsam, aber stetig KP. Ja, das ist cool. Betritt den Heilkreis. Ja, dann machen wir das mal. Dann kann ich leider nur nicht mehr von hinten angreifen. Macht es auch nicht mehr so viel Schaden. Aber gut, man heilt hier halt, ne?
sieht es auch da links am Rand. Your Lifesaver, genau, dieses Gequatsche im Kampf ist auch Xenoblade-typisch. Bin mal gespannt, wann ich immer mal... Im letzten Part durften wir einmal kurz irgendein Menü öffnen, ne? Aber das darf ich irgendwie nicht mehr. Container. Bin mal gespannt, wann wir wieder Menüs öffnen dürfen. Freunde, Riku. Ist das Ricky? Riku, Freunde, bitte warten. Was gibt's, Riku? Noah, Klopperei war anstrengend, aber bitte trotzdem nicht Umgebung ignorieren. Gucke hier. Die Noppons. Was meinst du, den alten Behälter? Wenn der hier so rumsteht, wird sicher nichts Wertvolles drin sein. Gewonnen oder nicht, nach Schlacht ist Vorschlacht. Ohne flitzi-fleißige Unterstützung von Noppon wären Freunde schon längst auf Schlachtfeld krepiert. Also bitte nicht oberschlau tun, sondern Meinung von Experten anhören. Ruhig Blut, Pelzknäuel. Ach, ein Experte willst du sein, Riku. Willst du dann auch mal mit uns an die Front zum Kämpfen? Hm? Klingt das lustig? Lass ihn, Lance. Lance ist es, ne? Nicht Lance. Lance. Zumindest wird er im Voice immer Lance genannt. Ich glaube, ich nenne ihn auch Lance. Er meint's doch nur gut. Container. Unterwegs findest du manchmal Container. Diese können Items enthalten, welche sonst nur schwer zu bekommen sind. Es lohnt sich also, jeden Container zu untersuchen. Die Seltenheit von Items lässt sich in drei Stufen einteilen. Legendär, lila, selten, gelb, gewöhnlich, weiß. Ja, soweit so gewohnt, wie man es quasi in fast jedem RPG kennt. Manchmal ist es auch noch so braun oder golden für noch eine Stufe höher, unique oder so. Je seltener das Item, desto schwieriger ist es zu erhalten. Dann schauen wir mal, was wir hier rausziehen. I hope we can make use of this. Ein Item kommt da raus, oder was? Ein gelbes. Rüste den Containerinhalt aus. Wähle Charaktere-Ausrüstung im Hauptmenü, um Charaktere mit verschiedener Ausrüstung auszustatten und somit zu stärken. So, X ist das Hauptmenü. Ausrüstung anziehen. Ausrüstung sind Gegenstände, mit denen du Charaktere ausrüsten kannst. Charaktere. Oh, das Menü sieht cool aus. Ausrüstung anziehen. Im Charaktermenü gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Charaktere anzupassen. Oha. Talente. Ausrüstung. Ausrüstung anziehen. Zuerst hast du nur einen Ausrüstungssockel, aber mit steigenden Stufen erhältst du bis zu drei Sockel. Genau, das war in Xenoblade auch immer so ein bisschen zurückgefahren, dass Ausrüstung und Itemsmanagement sind eher andere Aspekte, die auch das RPG ausmachen. Ein A neben einem Ausrüstungsgegenstand zeigt an, dass der Gegenstand schon ausgerüstet ist. Der Angriffsstein erhöht den Schaden von Autoangriffen um 58%. Schließe das Menü, sobald du fertig bist. Ach, da steht jetzt auch das A. Genau. Ja, okay, haben wir an. Talente. Können wir auch noch nicht rein. Okay, wir lassen uns mal hier... Ach, guck mal, hier kommen wir auch auf die Karte. Ja, wir dürfen noch nirgendwo rein. Also wir sind immer noch im Tutorial-Modus, wo wir noch nicht viel Wahlmöglichkeiten haben, was wir hier tun. Item-Seltenheit. Im Minus-Menü ansehen, was wir nicht... Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade irgendwie Autorennen aktiviert. Ah, mit Druck auf L macht man Autorennen an. Okay. Ist das... Einer von uns. Wir hinterlassen rote Funken. Ja, da hat sie jemanden erwischt. Sie hat sich wohl noch mit letzter Kraft zurück Richtung Kolonie 9 geschleppt, aber dann... Ja, und dabei hatte ihre Flammenohr noch so viel Lebensenergie. Die Flammenohr, okay. Ja, die sieht jetzt gerade davon, die Lebensenergie, ne? Könntet ihr kurz warten? Ich möchte ihr den Weg weisen. Claro, clari, claro. Als Wegweiser kann Noah Gefallenen helfen. Wenn du unterwegs Hüllen findest und diesen den Weg weist, vertieft das deine Harmonie zu ihren Kolonien. Dann machen wir das doch mal. Das weist also den Weg. Ach guck mal, dann werden die Funken auch weiß. Funktion freigeschaltet, Wegweiser. Ah, guck mal, jetzt kommen wir hier rein, Soldatenhüllen. Als Wegweiser kann Noah gefallen, ja. Komme ich jetzt immer hier rein?
Nee, jetzt komme ich schon wieder nicht mehr rein. Also vielleicht auch wirklich nur, wenn das Ding jetzt da links, da rechts gerade steht. Ja, ich vermute mal, die Menüs sind noch nicht so hundertprozentig freigeschaltet. Das sieht wirklich cool aus. Ey, die Umgebung haben sie so cool gemacht. Es wird auch noch so epische Ausblicke geben. Reisepunkt entdeckt Ricardo-Teich. Was sagt er uns jetzt, wo wir herrennen? Wir sollen hier einfach durchschwimmen. Ja, hätte ich jetzt, glaube ich, auch so grob gemacht. Wollen wir einen Fisch angreifen? Here we go, guys. Let's give him the usual, Noah. Ach, guck mal, man kann jetzt auch schwimmenderweise kämpfen. Wie cool. Das ging, glaube ich, vorher nicht. So, hier stehe ich auch in irgendeinem Sinn drin. Was auch immer der mir bringt. So, schwankt da der Fisch. Und ist auch schon hinüber. Rotes Lachsei. Ja, wir gehen mal grob Richtung Kolonie 9. Ja, das sollte als Baden reichen. Mit Klamotten. Was wollte ich sagen? Ja, wir gehen mal grob Richtung Ziel. Wenn sich Kämpfe direkt in den Weg stellen, dann nehmen wir die mal mit. Oder wenn sie uns von alleine angreifen. Kampfpositionierung. Manche Techniken besitzen je nach deiner Position zum Gegner spezielle Effekte. Die richtige Position bringt Vorteile, wie zum Beispiel mehr Schaden bei Rückangriffen. So, ich glaube, ich habe es vorhin gar nicht geschlossen, oder? Ah, ich weiß es nicht. Wenn deine Gefährten die Aufmerksamkeit des Gegners haben, solltest du dich in eine günstige Position begeben und Techniken von der Seite oder von hinten einsetzen. Danke, das wissen wir schon. Der Pfeil über den Techniksymbolen zeigt an, auf welcher Seite des anvisierten Gegners sich der gesteuerte Charakter befindet. Der Pfeil über den Techniksymbolen. Links, rechts, seitlich? Vor oder hinter ihm? Welchen Pfeil meinen Sie da? Den oben oder was? Dieses Dreieck? Ach so, ich stehe seitlich. Ah, dass sie das mal anzeigen, ob man richtig steht. Das ist cool. Ah ja, da steht's. Ah, okay. Cool, dass sie das mal anzeigen, ob man richtig positioniert ist. Das war ja bisher immer so ein bisschen raten, ob man richtig steht, gerade wenn man so schräg steht oder so. So, dieses komische Kreuzzeichen unter dem Boden hieb ich dann wahrscheinlich das Zeichen für Fläche. Das ist das Zeichen für Schwanken, das kennen wir schon. Oh, ich dachte, wir hauen ihn um mit dem Schlag. Haben wir aber noch nicht. So, er schwankt. Wir können schwanken. Wir müssen das initiieren. So war es gewesen. Und wer ist es hier? Lance ist das, glaube ich, ne? Lance kann sie dann umwerfen. Ach, sammel das doch ein, Mann. Haben wir hier eine Fackel? Eine Fackel, die hier einfach rumsteht. Ist das? Leichtes Schmetter. Sind das unique Gegner? Aber unique Gegner haben in der Regel auch Namen, oder? Es muss noch irgendwas anderes Besonderes sein. So, wenn ich hier drin stehe... Okay, ist schon wieder vorbei. Ich wollte gerade sagen, dann hat man, glaube ich, links am Rand diesen blauen Pfeil nach oben. Das ist wahrscheinlich ein Angriffskraft-Debuff oder sowas, dieser orange Kreis. Holzhasid! So, wir stehen seitlich. Technik-Kombos. Bestimmte Techniken lassen sich zu einer sogenannten Kombo aneinander rein. Dies ist nur mit Techniken möglich, die besondere Effekte auslösen. Nutze zum Beispiel eine Techne, die Gegner schwanken lässt, gefolgt von einer, die sie umwirft. Eine längere Kombo ist Schwanken, Umwerfen, Ohnmacht, Explosion. Ja, die haben es nicht umbenannt. Aber das Vorgehen ist prinzipiell noch das gleiche, ja. Wie wir es schon kennen. So, jetzt habe ich den Buff nicht. Genau, wenn ich hier reingehe. Ach, guck mal, er hat auch noch einen. Der blaue Kreis ist ein Verteidigungs-Debuff, der rote Kreis ist ein Angriffsbuff. Okay. Du kannst dir alle Tutorials erneut ansehen, indem du im Hauptmenüsystem Training wählst. So kannst du alles nochmal durchgehen, falls dir was entgangen ist. Funktion freigeschaltet, Training. Training.
Aber manchmal... Ach, das Minus bringt einen nur direkt rein. Also X... Ach so, jetzt check ich es ja. Es hätte wahrscheinlich auch schon eher reingekannt. X ist einfach das Menü und unter das System kommt man auch hier in die anderen Dinger rein. Aber das Menü beim letzten Mal sah doch auch noch anders aus, oder? Nein! Ach so, ich wollte es mir nur textmäßig durchlesen, aber man kann es hier nochmal trainieren. Let's give it a go. Training beginnen, Übersicht, Kampfeinführung. Nein, das wollte ich überhaupt nicht. Starte... Ja, das wissen wir doch schon. Noah, we gotta fight back. Ach komm, hauen wir es eben um. Autoangriffe. Ja, ich wollte jetzt hier nicht komplett rein ins Training. Wir haben auch nur Autoangriffe. Ah, wir können rausgehen. Sorry Leute, das wollte ich nicht. Mir war nicht klar, dass man hier nochmal auf so ein VR-Schlachtfeld geführt wird. Wenn du ZL gedrückt hältst, erscheint unten rechts das Schnellauswahlmenü in Kombination mit A, B, X, Y. Achso, Gebietsliste, Navigation, Charaktere. So, hier kommt man auch dann direkt hier hin. B haben wir noch nicht. Gebietsliste. Ah, hier sieht man mal die Karte, die etwas größere. Reisepunkt, der Teich. Okay, und da sind wir gestartet. Okay. Ah, jetzt kommen wir auch hier rein. Wir sind in Aethia. Okay. Ja, trotzdem sind jetzt ein paar Menüpunkte freigeschaltet worden, wo wir vorher noch nicht reingegangen sind. Neues Training verfügbar. Okay, jetzt sind anscheinend 1000 Trainings verfügbar geworden im Menü. Wahrscheinlich sind wir vorher tatsächlich noch nicht reingekommen. Das ist Kolonie 9. Unter so einem, oder Kolonie 9 scheint ein riesiger Roboter zu sein. Ein riesiger Mechon oder sonst was. Da liegt schon wieder ein Toter rum. Den wir mal wieder beflöten können. Ich glaube, das werden wir noch oft in diesem Spiel machen, ne? Noah, will you do the honors? So, sammeln wir noch ein, zwei Dinge hier ein. Oh, machen noch einen Kampf dabei. So, wir stehen jetzt vor ihm. Okay, wir stehen immer noch vor ihm. Wo sind denn unsere Kollegen? Warum kämpfen wir alleine? Die kommen da hinten angerannt, okay. So. Okay, Lance. Macht den Tank-Buff, Yumi macht den Angriffs-Buff. Wer ist denn... Oder ist es Mabamba? Ah ne, Lance ist der Tank, man sieht's ja da. Yumi ist die Heilerin und wir sind Angreifer und Mabamba auch. Aber Mabamba... Sehe ich irgendwie gar nicht. Ach, da steht er. Okay. Ein Level 4 Hasid. Wollen wir es auch noch machen? Ein Holz-Hasid. Ah doch, jetzt sind wir wirklich zu viert. Nur Mabamba steht dann auch meistens beim Tank vorm Gegner. Ich würde mich mal eher hier in den Angriffsbuff rein tun, aber dann kann ich auch nicht mehr so gut von hinten angreifen. Zählt dann wahrscheinlich die Vorteile des Angriffsbuffs doch wieder auf. Ich glaube, von hinten angreifen ist dann doch besser, weil es deutlich mehr Schaden macht. Kolonie 9 entdeckt. Und hier sind auch Leute, die mit uns reden wollen. Die Agnus-Dreckskerle. Und da konnte ich es nicht mehr lesen. Okay, Kolonie 9 sieht wirklich sehr interessant aus. Puh, endlich wieder in heimischen Gefilden. Riku ist ganz ausgeschlaucht vom vielen Fußgetrippel. Die Kolonie scheint gut davon gekommen zu sein. Ein halbes Wunder nach dieser üblen Schlacht. Naja, die gegnerische Kolonie hatte auch nicht gerade den höchsten Rang. Ja, deswegen war unsere Ausbeute für die Flammenuhr auch nicht gerade üppig. Beschwer dich nicht, das Wichtigste ist doch, dass keiner von uns ins Gras gebissen hat. Das stimmt. Achso, er sagt es sogar. Das stimmt. Und für die nächste Zeit wird es erstmal reichen. Geplapper hier draußen, reine Zeitverschwendung. Drinnen wartet warmer Badespaß. Oh ja, da sagst du was. Okay, wir gehen erstmal baden.
Vielleicht ist ja die gegnerische Fraktion eher die, die die Xenoblade 2-Anleihen hat. Eltia, Kolonie 9. Die Flammenuhr. Die Flammenuhr zeigt die Menge an Lebensenergie, die von besiegten Feinden geerntet wurde. Die Flamme nimmt mit der Zeit ab. Die Werte deiner Charaktere nehmen mit gefüllter Flammenuhr zu. Versuche also die Flammenuhr möglichst voll zu halten, um die Boni zu behalten. Charaktere mit einem Stern neben ihren Namen haben etwas Neues zu erzählen. Sprichst du zum ersten Mal mit jemandem, vertieft das die Harmonie zur jeweiligen Kolonie. Genau, oder Kolonieharmonie oder Kolonielevel, das schaltet dann wahrscheinlich auch irgendwann neue Funktionen frei, macht Preise billiger, was auch immer. Trish. Ich bin euch was schuldig. Ohne euch wäre ich wahrscheinlich nicht vom Schlachtfeld zurückgekehrt. Als diese vier Leffnisse von Kolonie Sigma gleichzeitig auf mich zukamen, dachte ich schon, es wäre nicht geschehen. Ja, unsere Kolonie hat einfach zu wenig Leffnisse. Das wird uns irgendwann noch zum Verhängnis, was auch immer Leffnisse sind. Ich hoffe sehr, wir kriegen bald mal ein paar neue zur Verstärkung. Guck mal, sie will immer noch was von uns. Was wäre denn jetzt unser aktuelles Ziel? Geh zum Badezelt und nimm ein Bad. Okay, es ist tatsächlich unser aktuelles Ziel, zu baden. Ich bin euch was schuldig. Ohne euch wäre ich wahrscheinlich nicht vom Schlachtfeld zurückgekehrt. Das haben wir doch gerade schon... Achso, weil sie jetzt keinen Stern mehr dran hat. Okay, die Sprechblasen bleiben. Aber der Stern geht. Sobald Leffnisse wieder heil sind, müssen Kraftverstärker von Zeon und Kurt neu justiert werden. Ihr habt viel zu tun, hm? Nun ja, vor und nach großer Schlacht ist natürlich immer Riesenarbeit. Aber Arbeit macht Haralla Spaß, ist eigentlich eher Vergnügen als Arbeit. Na dann. So, da wäre unser Ziel. Aber reingehen will ich noch nicht. Will ich erst mal mit allen Leuten hier quatschen, die was von uns wollen. Hm, diese Spezialeinheit ist ja mal wieder spät zu Hause. Noah hatte wie immer eine Menge Leute den Weg zu weisen. Ja, sowas in der Art dachte ich mir schon. Ihr seid sicher erschöpft, bleibt nicht zu lange auf. So, hier ist das Feldlager oder die Krankenbetten. Was auch immer. Okay, ist nichts, was wir aufmachen könnten. Unsere Flammenuhr hat noch genug Energie, oder? Ja, im Moment sieht es so aus. Zumindest ist sie so zwei Drittel gefüllt, ne? Wo fängt sie an? Unten? Ja. Hier sind noch ein, zwei Leute, die mit uns reden wollen. Eilis. Wir haben zwar Kolonie Sigma besiegt, aber unsere Flammenuhr ist trotzdem nicht viel mehr gefüllt als vorher. Das kommt sicher, weil du immer so rücksichtslos kämpfst, Eilis. Du hast die Agnia mit deinem Levnis pulverisiert. Man muss sie also schonen töten, um mehr Energie zu bekommen, oder was? Wenn wir sie nicht mit unseren Klingen besiegen, kriegt die Flammenuhr auch keine Energie. Ich hoffe, das ist dir klar. Bah, als Pilotin behalte ich immer einen kühlen Kopf. Ich schieße unsere Feinde nur bewegungsunfähig, mehr nicht. Das sah für mich ein bisschen anders aus, aber okay. Okay, hier sind noch mehr Zelte. Es ist schon ein gigantischer Trümmer, der hier rumsteht. Aber auch das ganze Land hier scheint sich auf jeden Fall noch weit zu erstrecken. Das ist man von Xenoblade ja auch gewöhnt. Einfach riesige Landschaften, auch mit grandiosen Aussichtspunkten zwischenzeitlich, wo sie einen natürlich nie mit irgendwelchen Quests hinführen zu diesen grandiosen Aussichtspunkten. Habt ihr schon gehört? Der Ferronis von Kolonie 9 ist offenbar für eine Weile außer Gefecht. Das heißt, er ist bewegungsunfähig? Dabei hat er es doch vom Schlachtfeld noch problemlos hierher geschafft. Anscheinend wurde im Gefecht mit Kolonie Sigma der Motor leicht beschädigt. Die Noppern kümmern sich schon drum, aber sie haben großen Terz gemacht. Wir sollten armen Brummbrumm nicht anmachen. Tja, dann ist das ja wohl für die nächste Zeit unsere Basis. Ach so, das ist, ist das Ganze ein Gefährt, mit dem man zum Schlachtfeld fliegt? Und nur die kleinen Häuser hier unten sind die Kolonie oder was? Dann gehen wir mal eine Runde baden. Baden unter Nopons. Das Wasser haben sie auf jeden Fall schön hinbekommen. Hat man im ersten Part oder vorhin auch schon in den Pfützen und so gesehen. Mädels und Jungs so, baden hier offenbar zusammen. You know how you became an officer after what happened? I guess. Yeah.
Does it still hurt? Ist er von diesen Steinen getroffen worden, oder was? I can't say I'm totally over it. But I'm getting there. I've sent so many of our comrades. A lot's happened. Both for me and those sent on. Doch den Weg weisen ist Wohnheim schicken, oder? Poor guy. Pushes himself too hard. What can we do? He's been like this for ages. He never got to apologize, so... You know. You guys talking about the battle? Don't worry about the bonus points, because I'll have nabbed them all. The snuff you on about? I'll have you know I clocked up a fair bit more. Oh yeah, sure. I'm the one who took the heavy off its hinges. They give you loads of points. Ooh, big deal. If that heel had come a few seconds later, you'd be sleeping in the dirt. That was part of the plan. You couldn't tell. I just felt like giving you the credit. But don't worry, you can thank me later. Huh? Okay. You're a right Muppet, Lance. Ja, er scheint so ein bisschen arrogant zu sein, was seinen Kampf angeht. Alright then. Aber trotzdem Teil unseres Teams. Off to bed with me. Yeah, all that walking's really done a number on me. I'm sorry. Come on. Aber stören sie anscheinend nicht da, yeah, nackig voreinander zu stehen. Beim Baden. So. Kehre in die Unterkünfte zurück und ruhe dich aus. Ja, Shops oder sowas haben wir noch nicht gesehen bis jetzt, ne? Hier scheint irgendwie die Versorgung zu sein. Gut, dann gehen wir mal eine Runde schlafen, würde ich sagen. Ah, in den Zelt sind wir gerade auch schon gewesen vorm Baden. Na denn, wir hauen uns aufs Ohr, oder? Ins Schlaflager zum Bett gehen, ja bitte. Ja, machen wir das. Schnell einen Haier machen und gut ausruhen. Jau. Jau. Jau ist auch eine coole Antwort. Oh, Alarm. An emergency assembly. It's the crack of dawn, guys. Why? No idea. We better take a look. To get to the assembly point, we got to run through the Pharonis interior. Ach, das ist ein Pharonis, das Riesenteil. Okay, also meine Interpretation dieser ganzen Heimkehrungsgeschichte ist, dass wenn sie auf dem Schlachtfeld sterben oder Leute töten, nehmen sie den größten Teil ihrer Energie auf. Aber Noah wurde ja vorhin angemacht, dass er auch die gegnerischen angefüttert hat zur Heimkehrung. Aber es scheint in der Hülle noch so ein bisschen Restenergie zu sein, wenn man dann flötet, dass es dann halt zu seiner jeweiligen Königin noch die Reste heimgeschickt werden oder sowas. Sonst würde es ja irgendwie keinen Sinn machen. Also wie ich es verstanden habe, haben wir durch den Kampf ja schon Energie aufgenommen. Kolonie 9 Kommandeursbüro entdeckt. Es würde ja keinen Sinn machen, wenn mir gar keine Energie bekommen würde und er sie dann zu ihrer gegnerischen Königin heimschicken würde, ne? So, hier ist die Notversammlung. Durch den Ferris durch. Remind me, what are we lining up for here? Royal Decree from the castle. They say an enemy armored unit's approaching this area. Come on, man. I just got to sleep and everything. Friend's fault for staying up late. And whose fault was it I couldn't sleep? I asked you to do the maintenance on my power frame, but you totally messed up my settings. Uh-huh. That probably different frame. Riku is popular guy, but crushed by weight of fans asking to do favors. Sometimes mix up orders.
Ja, aber eine komische Stimme für einen Noppern, oder? Die waren sonst eher immer quietschig gewesen. That's why I didn't get any sleep, Furball. I'm here to announce today's mission. You have one target. It's currently on course for the suppression area here. Judging from the mass, it's expected to be large in size. And based on its speed, we estimate it will reach the Alfeto Valley at 0100 hours. Notably, the target's emitting a considerable amount of ether energy. As for your mission, deploy at the canyon by the designated time. Investigate and destroy the source of ether. Commander, one question. Go. About this target, can we assume it's from Agnes? We don't know. We haven't been able to confirm, but it seems that they're also gunning for it. This would suggest it should be seen as part of a different enemy force. Okay. Combat with Agnian troops in the area is also expected. Details will be sent to your Iris after deployment. Clear? You are to remain vigilant throughout the operation. Dismissed. Okay, ein gepanzertes, Äther verteilendes, was auch immer, Ding, Gegner taucht auf. Und wir sollen uns mal darum kümmern. Und es ist anscheinend kein Agnus. Dann sollten wir uns auch mal auf den Einsatz vorbereiten. Noah, wollen wir uns mal bei der Ausrüstungsabteilung nach neuer Ausrüstung umgucken? Ja, der Gute braucht mal etwas robustere Schutzkleidung. Mit dem Sold für den Sieg gegen Kolonie Sigma solltet ihr genug Geld dafür haben, oder? Ich kann euch ein paar Tipps geben, welche Ausrüstung sich lohnt. Von einem Veteran wie dir werden wir solche Hilfe sicher nicht ausschlagen. Danke, Muamba. Also, los zur Ausrüstungsabteilung. Um diese Zeit müsste Camilla für die Versorgung zuständig sein. Alles klar, dann kümmern wir uns mal drum. Normale Missionen, Kampfvorbereitungen angenommen. Missionsinfo aufrufen. Drücke Y, um das aktuelle Ziel deiner derzeitig aktiven Mission aufzurufen. Das wussten wir soweit eigentlich auch schon, ne? Items können in Geschäften mit G gekauft werden und für G, nennen wir es mal Gold oder Geld, verkauft werden. Danke für die Info. Items, die über ein Waage-Symbol verfügen, sind Verkauf-Items. Ihr einziger Sinn liegt darin, verkauft zu werden. Also sammle möglichst viel für viel Gold. Oh, hier wollen wir da auch einiges entsprechen. So, Kampfvorbereitung. Ah, es ist auch eine Nebenhandlung. Kann man irgendwie zwischen Nebenhandlung und Haupthandlung switchen? Es ging auf jeden Fall irgendwie, aber im Moment geht gar nichts viel. Ich glaube, ich kann auch nicht ZL drücken, um dieses Menü da unten aufzurufen. Hast du deinen Kräfteverstärker richtig eingestellt bekommen? Ja, am Ende hat's geklappt, aber dank dem kleinen Fellknödel habe ich eine schlaflose Nacht hinter mir. Ohne Dinger sind wir den Agnian unterlegen, also behandle ihn so pfleglich, als wäre es Teil deines Körpers. Wenn dein Kraftverstärker im falschen Moment ausfällt, haut so ein Agnian dich einfach um. Spar dir die Predigt, das weiß ich doch alles. Gut, das ist der Ausrüster. Wir gehen nochmal kurz mit den Leuten hier reden. Mein Bonus hat diesmal nicht für neue Ausrüstung gereicht. Wir sollten uns erst um die Ausrüstung kümmern. Achso, ich darf noch gar nicht mit denen reden, weil ich mich erst um die Ausrüstung kümmern soll. Okay, wir sind noch so festgefahren in unseren Zielen, dass wir auch echt gar nichts anderes machen können. Na Leute, fleißig am Werk. Können wir einen Bronze-Stirnschutz bekommen? Noah braucht dringend mal bessere Ausrüstung. Na klar, so einen habe ich hier. Einkaufen. Wähle zuerst kaufen auf. Du kannst im Geschäft auch Items verkaufen. Ja, danke für die Info. Wähle das gewünschte Item. Beim Kaufen und Verkaufen ist der Preis derselbe. Okay, Fehlkäufe machen also nichts. Okay, das ist echt selten. Meistens kriegt man fürs Verkaufen weniger Geld als fürs Einkaufen. Bronze Stirnschutz. Den soll ich wohl kaufen. Erhöht maximale KP um 20%. Vergrößert das Zeitfenster für Anschlüsse um 20%. Erhöht Geschick. Autoangriffe erzeugen mehr Wut. Das ist wie Xenoblade 2. Gewährt wiederbelebten Gefährten Barriere, erhöht die Dauer von Schwanken um 15%, erhöht Blockrate um 20%, erhöht KP Selbstheilung um 10%. Ja, machen wir erstmal, was von uns verlangt wird. Für mehr haben wir eh kein Gold, wir haben jetzt noch 170, steht rechts oben. Nachdem du nun den Bronze-Stirnschutz gekauft hast, verlasse den Laden. Ne, verkaufen dürfen wir auch noch nicht. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ein Bronze-Stirnschutz? Nicht schlecht. Das sollte uns das Leben etwas erleichtern. Aber es würde ich eher den Tank geben, oder? Ja, zieh ihn schon an. Okay, mache ich.
Wähle Charaktere Ausrüstung im Hauptmenü, um Charaktere mit verschiedener Ausrüstung auszustatten und somit zu stärken. Okay, ich darf mich auch nicht bewegen und auch nicht anders in das Menü als über den X-Button. Ausrüstung anziehen. Ausrüstung sind Gegenstände, mit denen du Charaktere ausrüsten kannst. Das hatten wir doch schon mal. Wir haben doch schon was ausgerüstet. Den Angriffsstein, genau. Ausrüstung anziehen. Zuerst hast du nur einen Ausrüstungssockel, aber mit steigenden Stufen erhältst du bis zu... Das haben wir auch alle schon gemacht. Ausrüstung anziehen. A, neben einem Ausrüstungsgegenstand zeigt an, dass der Gegenstand schon ausgerüstet ist. Ja, auch das kennen wir schon. Wir haben auch einen Federreif. Erhöht den ausgestalteten Schaden an Luftmonster. Ne, sowas ist mir immer zu speziell, ne? Das möchte ich dann eher nicht. Den Bronzestirnschutz sollen wir ausrüsten. Ja, da fühlt man sich tatsächlich sofort etwas besser geschützt. Kein schlechtes Teil. Bei der Ausrüstungsabteilung gibt es auch sonst noch praktische Sachen, also schau auf jeden Fall regelmäßig dort vorbei. Je besser wir ausgerüstet sind, desto mehr Erfolg in den Schlachten und nach genug Siegen steigt dann auch der Kolonierang. Und je höher der Rang, desto bessere Ausrüstung gibt es hier zu holen. Ah, okay. Das werden wir uns hinter die Ohren schreiben. Danke, Muamba. So, nachdem du endlich adäquat ausgerüstet bist, können wir jetzt ja dann mal zum Platz. Yep. Echt so ein Schlamassel, Roald. Was denn? Was genau? Ist das Tentakel-Panzervieh, Älter-Panzervieh schon da? Worauf wartest du, Noah? Wir wollen doch los, oder nicht? Ja, aber... Da drückt wohl der Schuh. Was ist los, Leute? Och Mann, müssen wir uns gerade jetzt um andere Leute Probleme kümmern? Ja, wie immer in RPGs. Aber ist gut, wir können uns das zumindest mal anhören, was Sache ist. Missionsaktualisierung. Wenn du in einer Mission Fortschritte erzielst, wird diese aktualisiert. Drücke Y oder A, um die Kategorie einer Mission zu wechseln. Wenn du mit Y dein aktuelles Ziel überprüfst, kannst du dabei auch Plus drücken, um dir eine Karte des jeweiligen Zielgebiets anzeigen zu lassen. Ah, okay. Let's go someplace else. Nee, mit links, rechts kann man das dann. Let's go someplace else. Let's go someplace else. Let's go someplace else. Unsere Hauptquest ist die Nebenquest abzuschließen. okay, und was ging noch? Man kann Plus drücken, um sich das Ziel anzuschauen. Okay, das ist da. Das sind wir. Das ist ein Laden. Das ist der Versammlungsplatz. Okay. Ah, cool. Es ist schon komfortabel gemacht. Zumindest ein bisschen komfortabler, glaube ich, als in den letzten Spielen. Sion. Noah, Lanz, Juni, bitte bleib wachsam. Warum so nervös? Hast du eine Ahnung, was hier abgeht? Nein, aber der Konsul besucht Kolonie 9 sicher sich nicht zum Spaß. Es ist wohl offensichtlich, dass das hier keine gewöhnliche Mission ist. Pass besser auf dich auf. Wer dich überschätzt, hat schon verloren. So, können wir jetzt auch mal mit den anderen beiden da reden? Ah ja, jetzt dürfen wir wieder hier hinlaufen. Kite und Eastman. Wenn diese Mission ein Erfolg wird, dann winkt uns der Eisenrang. Da ist sogar der Kommandeur mal gut gelaunt. So einen direkten Auftrag vom Schloss bekommt man nicht alle Tage. Also passt auf, dass ihr das Ganze nicht vermasselt. Niemals. Mach dir um uns keine Sorgen. Pass du lieber auf, dass du dir vor lauter Vorfreude nicht irgendwo einen Schuss einfängst. Diese Mission werden wir in 3 Minuten abgeschlossen haben. Das ist vielleicht etwas zu viel verlangt, aber schön, dass du motiviert bist. Das Kämpfen selbst sollte nur 1 Minute dauern. Wer dann sein Gegenüber noch nicht besiegt hat, schafft's auch nicht mehr. Aha. Okay, wenn das, sag ich mal, eine Prognose für das Spiel ist, dass jeder Kampf maximal 1 Minute dauert oder jeder Gegner, dann werden die Kämpfe nicht allzu spektakulär. Alles klar, Kumpel. Unsere Aufgabe besteht darin, Noah zu beschützen. Das Auffüllen der Flammenuhr liegt also ganz bei dir. Denk dran, du musst auch fürs Bergungskorps und die Ausrüstungsabteilung kämpfen. Je schneller du kämpfst, desto besser. Achso, was ich jetzt nochmal machen wollte? Charaktere. Ausrüstung. Ich wollte eigentlich lieber den Angriffsstein erstmal behalten. Und unser Tank könnte mal die 20% KP mehr kriegen. Halte ich für sinniger. Da will noch jemand reden. Der auch noch? Nee, mit dem haben wir schon. Carrie. Noah, du bist im 9. Intervall, oder? Ich bin auch im 9. Ich würde mir bei meiner Heimkehr dich als Wegweiser wünschen. Aber da wir im selben Intervall sind, wird das wohl schwierig.
Tja, müssen wir dann gucken. Aber falls ich doch noch am Leben bin, wäre es mir eine Ehre, dir den Weg zu weisen. Danke, das sehe ich als Versprechen an. Newt, dann sprechen wir jetzt mal mit Roald. Roald, gibt es irgendwelche Schwierigkeiten? Noah, es ist jedenfalls nichts, was wichtiger wäre als die. Es ist auf jeden Fall nichts, was wichtiger als die große Spezialmission wäre. Vielleicht können wir es ja ganz schnell in Ordnung bringen. Sag doch einfach mal, was los ist. Haha, du bist wohl bloß neugierig, was wir hier gerade machen. Aber ganz im Ernst, danke für die Hilfsbereitschaft. Heute Morgen wurde ja diese neue Spezialmission verkündigt. Das kam für uns alle so plötzlich, dass wir gar nicht alle nötigen Materialien zur Vorbereitung da haben. Die Schlacht gegen Kolonie Sigma ist noch gar nicht lange her. Verstehe. Tja, leider ist auch nicht genug Personal für die Beschaffung verfügbar. Ist also fraglich, ob wir noch alles auftreiben können. In diesem Fall helfe ich gern. Je mehr Leute suchen, desto schneller ist es erledigt. Bist du sicher? Wir werden ja an der Mission beteiligt sein. Insofern ist es in unserem eigenen Interesse. Danke, das wäre jetzt wirklich eine sehr willkommene Hilfe. Also, was genau brauchen wir? Es geht um Essbares für die Verpflegung. 3x Bitterrettich, 3 Hortlinge und dann noch 2x fettes Fleisch. Ich registriere das Ganze mal auf einer Collecticon-Karte. Wollt ihr es euch dort direkt einmal ansehen? Auf einer Collecticon-Karte? Okay, alles klar. Collecticon-Karten. Im Hauptmenü unter Mission Collecticon-Karten siehst du die gesuchten Items. Sammle sie, um die Harmonie zu vertiefen und Belohnung zu erhalten. Öffne mit X das Hauptmenü. Roalds Anfrage überprüfen. Um Roalds Anfrage zu sehen, musst du einen Blick auf seine Collecticon-Karte im Menü Missionen werfen. Unter Missionen stehen mehrere Kategorien zur Auswahl. Wechsle nun zur Kategorie Collecticon-Karten. Okay, alle. Haupthandlung, Heldenmission, normale Mission und Collecticon-Karten. Verlasse das Menü, sobald du dir Rolands Collecticon-Karte angesehen hast. Das hier bräuchte ich. Danke schon mal. Ach, das haben sie auch so ein bisschen aus dem ersten Teil übernommen, ne? Da gab es pro Gebiet auch so, dass man jedes Sammel-Item irgendwie einmal sammeln musste. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Ah, registrieren. Haben wir wahrscheinlich schon registriert. Und dafür bekommen wir leichter Fersenschutz. Okay, aber für die Dinger sehen wir wahrscheinlich nicht, wo die rumliegen, oder? Oh, es wird auch mal Zeit für eine Pause. Okay, ich hab's mir angesehen. Also dann, viel Erfolg. Fettes Fischfleisch bekommt man von den Naxen in der Nähe vom Eingang zur Kolonie. Bitterrettich und Hortlinge wachsen auch dort in der Umgebung. Wir kriegen also alles direkt hier vor der Kolonie? Dann ist es ja halb so wild. Wir kommen natürlich auch mit. Dann haben wir den Kram im Handumdrehen. Danke. Und wenn wir alles haben, tragen wir das einfach auf der Kollektionskarte ein, oder? Collecticon-Karte ein. Genau, sobald ihr das gemacht habt, kommt doch bitte noch einmal vorbei. Ich werde noch eine Weile hier mit der Inventur und dem Verpacken beschäftigt sein. Alles klar. Gut. Sammel-Items sind Items, die du unterwegs finden und einsammeln kannst. Sie werden zum Erfüllen von Missionen und Collecticon-Aufträgen benötigt. Ja, danke. Ach so, auch die Collecticon-Sachen werden einem schon als Ziel markiert. Oder ist das jetzt nur im Tutorial so? Wie auch immer, diese Kampfvorbereitung werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal machen und uns dann auch hoffentlich beim nächsten Mal diesem gepanzerten Ätherviech widmen, was da auf uns zukommt. Ja, und hier machen wir erstmal ein kleines Päuschen und beim nächsten Mal weiter. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage dir erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.